Was bereitet ihr jetzt für eine Teesorte dazu? Genau, also das ist jetzt ein Puar. Gehört zu den postfermentierten Tees. Das Besondere an denen, an dem, was ich jetzt hier mache, ist, dass er wirklich so aus alten Teegärten kommt, die langsam vergessen gegangen sind. Und darum jetzt wirklich noch mehr hundertjährige Bäume haben, die man wieder anfängt zu bewirtschaften. Und das gibt dem Tee natürlich ganz einen besonderen Charakter und eine grosse Vielfältigkeit. Und wie ist jetzt der Tee vom Baum bis da an? Was macht er für eine Reise? Ja, den muss er wirklich holen. Also der kommt nicht von selber. Das ist alles produziert für einen chinesischen Teemarkt. Das heisst, jemand von uns, der Kasper Lange, reist durch den Terrain vor Ort und geht wieder Tee holen. Und holen bedeutet wieder Ernte mit dabei sein, versichert sein, dass man die Blätter hat, den Tee nachher zu probieren, mehrmals zu probieren, auch verschiedene so roh verarbeitete Tees zu vergleichen, dass man nachher wirklich auch den auswählen kann, der für uns von Qualität und vom Preis her stimmt. Und dann nimmt man wirklich die Teeblätter mit zu sich, dass jemand kontrolliert, was mit denen passiert, bis sie dann gepresst werden, verpackt zu so 7 Stück in ein Päckchen und dann geschickt nach Bern. Genau. Also, was wir hier haben, ist ein chinesischer Wasserkocher, noch mit einem Zusatz drin für unser Berner Wasser. Es hat nämlich so eine Stahlwolle drin, die wieder Kalk zurückhebt, dass wir nicht so die Stückchen im Wasser haben und gleichzeitig filtern wir es nicht, filtern, weil wir sonst echt zufrieden sind mit dem. Man kann immer ad hoc eigentlich das Wasser kochen, das man dann braucht, um für den Tee zuzubereiten. Und was ich jetzt anfange, ist die chinesische Teezeremonie, das Gong Fu Cha. Das ist eine ideale Art, ist, den Tee zuzubereiten und gleichzeitig auch eine ideale Art, den Tee zu genießen. Das bedeutet, als erstes wärme ich mal das Geschirr vorwärmen. Das hat einerseits praktische Gründe, wie wir dann nachher sehen, und andererseits geht es um die Höflichkeit, also wirklich zu sagen, hey, für meine Gäste tue ich wirklich meine Tasse noch mal frisch auswaschen. So. Im zweiten Schritt kommt der Tee rein, mit vorgewärmten Gefäß. Das bedeutet, dass man jetzt gut schmecken kann. Und die Gastgeberin schmeckt und gleichzeitig gibt man es nachher auch den Gästen zum Schmecken, dass sie auch den ganzen Tee können, geniessen können. Dann gibt es eine zweite Runde. Das heisst, den Tee waschen, wenn es nötig ist, oder auch einfach den Tee aufwecken. Was wir jetzt hier gepressten Tee hatten, geht es darum, dass die Blätter schon ein bisschen aufgehen, dass der erste Aufguss, den man dann trinkt, ideal ist. Und auch das geht wieder durch alle Gefäße, für sie wie nochmal zu wärmen. Und gleichzeitig sagt man auch, für die Gefäße an Tee zu gewöhnen, die dann nachher kommt. Es hat auch immer noch irgendeinen Glücksbringer mit dabei, der eben einerseits so Glück bringen und Freude und Wohlstand und was auch immer man braucht im Leben. Und gleichzeitig ist es ein Teil des Rituals, das hilft, wie den Fokus nochmal hierher zu holen. Auf den Tätisch. Jetzt kommt die dritte Runde.
wo man den Tee aufgießt, um ihn nachher zu servieren. Wir haben hier 4 Gramm Tee in einem Gefäß, das so ungefähr 1 Dezi Wasser fasst. Das heisst, sie warten einen kurzen Moment, muss aber nachher eigentlich abgießen, weil es doch relativ viele Blätter sind auf die geringe Wassermenge. Und was man dann nachher macht, ist eigentlich wie die Aufgüsse wiederholen, so lange, bis der Tee weiteren Geschmack abgibt. Das heisst, man tut den Tee nicht in einem Aufguss zeigen, sondern in mehreren Aufgüssen eine Art entfalten. Was für einen Wert hat jetzt der Tee, den wir hier trinken? Genau, also die Frage nach dem Wert ist echt sehr interessant, weil natürlich hat sie auf der einen Seite einen sehr emotionalen Wert, und dort ist er wie unbezahlbar auf eine Art. Und andererseits ist es wirklich ein Handelsgut, ein Spekulationsgut, wo natürlich die Preise von ganz unterschiedlichen Sachen abhängen. Und was wir suchen, ist möglichst Preis, der stimmt, auch zur Qualität. Das jetzt bei diesem Tee hier bedeutet, dass er für die 200 Gramm so zwischen 200 und 300 Franken sich befindet. Wenn man sich überlegt, dass es ist, wirklich ein Tee aus einem wilden Teegarten irgendwo in Yunnan von Bäumen, die sehr lange nicht bewirtschaftet wurden, sehr alt sind, sehr reich an all den Inhaltsstoffen, die man sich wünscht für die Blätter, dass er sorgfältig verarbeitet und gepresst ist worden, wie vielfältig das er ist, im Geschmack auch, vom Charakter her, was dort alles drinsteckt, ist das nicht so viel. Also können es wie viel mehr sein. Und was das Spannende ist, denke ich, beim Tee, oder Tee kann sehr teuer und sehr wertvoll sein. Wenn man es jetzt chinesische Art macht, bedeutet das aus diesen 4 Gramm jetzt etwa ein Liter Tee, je nachdem sogar noch mehr. Und wenn man dort dann anfängt zu rechnen, kommt man auf das Gramm 2-3 Franken, ist eigentlich nicht so viel, wenn man es vergleicht mit anderen Genussmitteln.